Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Tutorial und Gameplay. Und in der letzten Folge haben wir ja erfolgreich Rohstoffe gesammelt, vor allem Rohstoffe, die wir fürs Bauen brauchen, Holz. Wir haben Bäume gefällt und haben hier Baumstämme in unser Lager gekriegt. Und wir haben hier hinten einiges abgegraben und uns Ton verschafft. Und dabei ist jetzt ein größeres Loch entstanden, das wir auffüllen müssen oder wieder auffüllen wollen. Und das tun wir, indem wir hier oben in dem Bereich, hier haben wir auch einige Bäume abgeholzt und ich denke, wir machen da noch ein paar mehr. Ich gehe mal hier und mache noch ein paar mehr Bäume, die wir fällen, markiere die noch zum Fällen. Um hier einfach wirklich ein bisschen Platz zu kriegen. So, ich denke, das ist okay. Und dann haben wir hier noch ein paar Bambus, die nehmen wir auch mit weg, weil die stören uns sonst natürlich auch. Okay, so, damit haben wir hier erstmal uns eine schöne große freie Fläche verschafft. Und der Plan war, dass wir jetzt hier ausgehend vom Lager so in einer Linie in diese Richtung nach hinten abgraben. Vielleicht mal erst eine Schicht, dann je nachdem, wenn wir auf Ton stoßen, dann natürlich auch tiefer graben, um den Ton abzubauen. Und einfach noch deutlich mehr Ton zu bekommen. Und hier können wir dann auch, haben wir in der letzten Folge schon gesehen oder haben das ein bisschen ausgemessen. Hier haben wir eine Höhe von 6 bis 7 über Meeresspiegel und weiter hinten wahrscheinlich noch höher. Das heißt, wenn wir hier vielleicht ein, zwei Schichten Erde abgraben und ein, zwei Schichten Ton, dann sollten wir noch drei Schichten Fels, Gestein, Limestone oder normales Gestein haben, das wir auch abbauen können, bis wir dann tatsächlich auf die Nullebene kommen, unter der dann Wasser auftaucht. Wenn wir tiefer graben, dann stoßen wir auf Grundwasser und dann entsteht ein See. Das will ich eigentlich vermeiden, vor allem weil die Sapiens, das ist so ein bisschen meine Beobachtung, wenn die Sapiens im Wasser arbeiten, sprich nass werden, im Regen oder tatsächlich im Wasser, im Fluss oder hier in einem See, der entsteht, arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass sie sich eine Infektion zuziehen, eine Virusinfektion und krank werden. Das heißt, ich vermeide nach Möglichkeit, dass die Sapiens tatsächlich im Nassen arbeiten, also im Regen oder im See irgendwo zugange sind. Also ich grabe dann auch nicht, außer es macht Sinn, dass wir uns tatsächlich hier einen See anlegen wollen. Aus ästhetischen Gründen macht es also dann keinen Sinn, tiefer zu graben als bis zur Nulllinie. So, hier hinten haben wir noch einen Speer, der wird schon geholt und das sagt uns, oder sagt mir auch, dass unser Jäger erfolgreich war. Und wir checken mal. Ja, der Masuko ist fertig ausgebildet. Und jetzt schauen wir noch mal kurz durch. Wir sortieren noch mal, ob wir hier noch einen Erwachsenen haben. Ja, und der Kokaye, der ist jetzt mit 15 ein neuer Erwachsener. Und der ist erwachsen geworden. Und deswegen ist er auch noch nicht Jäger. Als Kind konnten wir ihn nicht ausbilden zum Jäger, aber jetzt als Erwachsenen können wir. Und ich würde mal sagen, Musik hat er eh noch nicht gelernt. Dann machen wir ihn zum Jäger. Und ich würde mal sagen, dieses Alpaka hier ist am nächsten. Das heißt, wir jagen einfach dieses Alpaka. Und hier sieht man sehr schön, wie die Sonne aufgeht. Und wie sie dann über den Hügel steigt und der Schatten des Hügels langsam hier durch die Landschaft wandert. Das finde ich immer ganz toll. Also die Detailtreue und die Landschaft, die wir hier haben, die ist immer grandios.
bis zum Horizont, und auch die Wolkenformationen, die wir hier sehen, die sind ganz realistisch und ganz toll. Also ich finde dieses Panorama im Programm, im Spiel immer ganz, ganz beeindruckend. Das ist also wirklich super. Okay, also ich würde mal sagen, hier haben wir nochmal jemand, der verletzt ist. Das sind die beiden Verletzungen, und das erinnert uns daran, dass wir hier nochmal schauen, ob wir die Poppys haben. Genau, und da haben jetzt einige nachgewachsen. Das heißt, wir ernten hier mal drei ab und zwei weitere Poppys. Eine Poppy haben wir ja schon im Lager, und die zwei fehlenden ernten wir hier noch ab. Die Elderberries haben wir noch, und dann geben wir hier drei Injury, also drei Verletzungs Medizin in Auftrag. Vorerst mal, zwei werden eh sofort verbraucht. Keine Poppy, sondern eine Turmeric brauchen wir da. Habe ich mich da vertan? Dann brauchen wir drei Turmeric und keine Marigold. Das heißt, die Marigold bleiben über. Ich check das hier nochmal kurz, was man für die Verletzungsmedizin tatsächlich brauchen. Wir brauchen eine Poppy, eine Marigold und eine Turmeric. Okay, die Turmeric hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Statt dem Elderberries brauchen wir eben hier die Turmeric. Okay, alles in Ordnung. Das heißt, wir kriegen drei Verletzungsmedizin. Zwei werden sofort verbraucht. Hier haben wir noch fünf Alpakas im Moment von der Jagd. Das ist auch ganz, ganz günstig. Und ich würde sagen, wie viel haben wir hier? Elderberries, Marigold. Wir haben hier sieben Marigold. Und ich würde sagen, davon ernten wir jetzt mal fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir zwei in Reserve. Falls Verletzungen noch auftreten, könnten wir noch zwei Verletzungsmedizin produzieren. Und wir pflanzen fünf Marigold nach. Eins, zwei, drei. Hops. Da haben wir noch zwei, die können wir noch aktivieren zum Pflanzen. Da haben wir noch mehr, die hätte ich jetzt gar nicht pflanzen müssen. Aber jetzt haben wir fünf. Und bei nächster Gelegenheit pflanzen wir dann den Rest. Und hier haben wir noch Echinacea jede Menge. Und da checken wir mal, wie viel wir da haben. 49. Da würde ich vorschlagen, wir ernten da auch noch mal vielleicht um die 20, 21 ab. Ernten wir mal 21 und die pflanzen wir hier hinten an. Und dann haben wir 49, 50, haben wir 70, ziemlich genau 70. Ich initiere, und damit sind wir erstmal ganz gut gerüstet für eine weitere Epidemie. Wir können also aus dem Stand 70 Medizin produzieren, wenn wir genügend Knoblauch haben. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Da haben wir jetzt die 21 Echinacea. Und das zweite, was wir hier brauchen, ist der Knoblauch. Und den haben wir hier. Und da ernten wir auch nochmal ein ganzes Stück ab. Checken wir mal, wie viel wir hier haben. 55. Also ich denke, wenn wir da nochmal 20 nehmen, dann haben wir auch auf der sicheren Seite mit über 70. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Okay, so, dann haben wir hier die Knoblauch, hier haben wir die Marigold, die Aloe. Ja, das ist jetzt so ein Grenzfall, wie viele Verbrennungen können wir haben. Ich würde sagen, wir nehmen hier auch nochmal 5, ja. Wir nehmen hier einfach nochmal 5 weg und pflanzen die auch hier nochmal. Dann sollten wir von denen auch genügend haben. 5 Aloe, 1, ups, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Und das Gras ernten wir hier auch ab. Alles klar. Okay, hier nehmen wir vielleicht auch das Gras weg. Und hier auch. Das in der Mitte können wir nicht mehr greifen. Da kommen wir nicht mehr ran an das Gras. Das können wir nicht mehr greifen, weil wir immer hier eine Ähre selektieren stattdessen. So, das ist erstmal für einen Kräutergarten. Ich denke, wo wir noch weiterhin ein Auge drauf haben müssen, sind die Marigold. Die müssen wir noch vermehren. Und der Rest, denke ich, ist okay. Das heißt, der Kräutergarten passt fast. Unsere Fläche ist hier auch gut. Und da sehen wir schon, dass wir an zwei Stellen hier auf Ton stoßen, auf Clay. Und da machen wir jetzt aber Folgendes, dass wir hier tatsächlich die Selektion nutzen. Also ich gehe jetzt hier mal auf den Bereich und sage, weil wir sehen hier den abgegrabenen Bereich, den wir schon abgegraben haben mit Clay und so weiter. Das heißt, da können wir uns ungefähr orientieren. Und ich mache das hier auch mal nicht mit dem Radius Select, sondern mit dem Box Select tatsächlich. Und selektiere hier mal einfach so einen Bereich in die Richtung. Schwimmbecken. Okay, so, dann selekten wir die und dann sagen wir, graben wir die mal ab. Das ist eine ganz schöne Fläche, aber da werden wir jetzt sehen, da wird wahrscheinlich nochmal Ton auftauchen und entsprechend viel Erde auch anfallen. Das ist so ein bisschen mein Hintergedanke, die Erde, die wir hier jetzt abgraben. Also zum einen fehlt hier als Abfallprodukt in Anführungszeichen nochmal Heu an. Das ist auch nicht ganz unerheblich. Das heißt, wenn wir hier so eine Grasfläche abgraben, dann wird auch immer das Heu vorher abgeerntet. Da sehen wir hier, das sind grüne Büschel, grüne Heubüschel. Das heißt, die stammen von diesen Grabearbeiten. Und hier haben wir die Erde, die abgegraben wurde. Wir haben also jetzt 54 Erde. Und die können wir im Grunde genommen hier wieder rein vergraben, in Anführungszeichen. Das sollten wir aber dann ein bisschen planen, auf welches Niveau wir dann tatsächlich auffüllen. Vor allem will ich hier noch ein bisschen den Ton, der hier tatsächlich noch ist, abgraben. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen weiter graben. Weil wenn wir hier den Ton schon haben, dann nutzen wir ihn auch. Auch wenn wir da oben jetzt noch neuen finden. Und dann überlegen wir uns, wie wir das wieder aufgraben. Und hier haben wir jetzt 58 Clay, das heißt, wir können insgesamt 116 Tonziegel produzieren. Und das schauen wir uns jetzt mal etwas näher an mit der Produktion. Machen wir hier mal die beiden Außenbereiche, da stört es am wenigsten. Und wir können im Moment aus Ton an Baumaterial, können wir diesen Mud Brick, also einen Tonziegel, einen ungebrannten Tonziegel und eine ungebrannte Fliese oder Platte fertigen. Und auch hier können wir immer zwei fertigen. Das heißt, wir kriegen aus einem Ton, aus einer Tonkugel, kriegen wir zwei Fliesen oder zwei ungebrannte Tonziegel. Und das produzieren wir hier mal. Wir sagen also, wir wollen hier die Mud Bricks und wir produzieren, ja, ich würde sagen, wir produzieren jetzt einfach mal 100 Stück. Das heißt, es sind 50 Tonkugeln, die wir da verbrauchen. Das habe ich jetzt nicht bestätigt. Also 50 Ziegel und 50 oder 100 Fliesen.
Das heißt, wir brauchen 100 Tonkugeln. Wir haben im Moment 58. Das heißt, da fehlen uns noch natürlich eine ganze Menge. Aber die werden wir jetzt hier auch relativ schnell uns ausgraben können. Und hier können wir es ja ebenfalls ausgraben. Das heißt, wir machen das hier. Und ich mache hier nochmal, also eine Schicht können wir hier noch abgraben. Dann sind wir zu nahe an den Sträuchern. Aber da kriegen wir noch ein bisschen Ton raus hier an der Stelle. Hier und hier. Und hier. Und in die Richtung können wir einfach ein bisschen weiter graben. Da müssen wir einfach schauen, wie weit das, das Vorkommen von Ton einfach läuft. Irgendwann ist es dann zu Ende. Dann macht es eh keinen Sinn mehr weiter zu graben. Aber solange wir hier noch Ton finden, graben wir ihn auch noch ab. Und füllen später das Ganze wieder mit Erde auf, an der Stelle, wo wir die Straße dann bauen wollen. Das macht also durchaus Sinn. Und hier können wir jetzt dann auch mit dem Selektionstool arbeiten in die Richtung, weil da müssen wir nicht so viel Rücksicht nehmen auf irgendwelche Sachen. Das heißt, wir können dann direkt einen ganzen Bereich wieder selektieren und sagen, bitte abgraben. Genau. Hier vielleicht den noch. Den noch. Schauen wir mal, ob da drunter überhaupt noch Ton zum Vorschein kommt. Es macht jetzt keinen Sinn, großflächig abzugraben, wenn wir gar nicht wissen, ob hier tatsächlich noch Ton drunter ist. So, und da hinten in der Ferne sehe ich jetzt schon eine kleine Mammutherde, die aber nicht in unsere Richtung zieht. Die scheinen hier in die andere Richtung zu laufen. Und ja, hier ist noch nichts. Das heißt, hier drüben sehe ich keine Mammuts. Aber es scheint, dass die Mammutsaison wieder eröffnet ist. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen mehr ein Auge drauf haben, ob hier in der Nähe des Lagers tatsächlich Mammuts auftauchen. Und wir müssen mal schauen, wie es mit unseren Nahrungsmitteln ausschaut. Aber das ist noch relativ gut. Wir haben hier noch Alpaka 29 und wir haben jede Menge Brot. Und beim Brot ist es ja so, dass das immer noch produziert wird, solange wir hier Getreide haben. Wird hier auch produziert in diesen drei Arbeitsstationen. Wir erinnern uns, wir haben ja gesagt, hier nicht, wir haben nicht eine bestimmte Anzahl in Auftrag gegeben, sondern wir haben einfach gesagt, arbeite kontinuierlich, ohne aufzuhören, mach immer hier aus Getreide Körner und aus den Körnern dann Mehl und aus dem Mehl dann Brotteig. Und mach das einfach endlos weiter, solange du Vorräte hast. Das heißt, es wird so lange funktionieren, solange hier Getreide vorhanden ist. Und da haben wir jetzt noch 7 Stück, wenn ich es richtig sehe. Jawohl, 7 Stück. Und wir sehen auch, dass durch das Graben da hinten wieder hier auch entsprechend viele Flint gesammelt wurden und ständig neue dazukommen. Also je mehr wir graben, umso mehr Flint graben wir aus. Das ist eine gute Sache, weil wir haben hier jetzt 43 Spitzen, Speerspitzen aus Flint noch zu fertigen. Das heißt, es wurden schon 7 gefertigt. Und hier haben wir die Hatchets. Das heißt, wir haben irgendwo jetzt schon Speerspitzen liegen, nämlich hier 7 Speerspitzen und die können wir erforschen. Das tun wir jetzt auch. Und hier sind die Knochen. Und die Knochen können wir aber dann, wenn wir im Moment aus Flint unsere Speerspitzen bauen, dann können wir im Grunde genommen die Knochen für die Messer verwenden. Und wir sehen schon, der Verbrauch an Steinen geht natürlich dann stark zurück, weil wenn wir unsere Werkzeuge entweder aus Flint oder aus Knochen bauen, dann brauchen wir keine Steine. Und das heißt, wir müssen nicht jetzt irgendwo mühsam Boulder abbauen und von weit her dann die Steine holen, sondern wir können das jetzt erstmal ganz entspannt sehen. Und hier müssen wir jetzt mal ein bisschen schauen. Diese
Brote, aber die verrotten erst nächstes Jahr. Das heißt, die sind noch relativ haltbar. Und der Teig verrottet auch erst nächstes Jahr. Also da sind wir gut dabei. Und hier sehen wir jetzt schon die ersten Fliesen produziert. Sechs Fliesen. Die sind noch dunkel, weil sie noch nicht getrocknet sind. Ne? Die sind noch unfired tiles wet und auch wet, aber die sind schon weiter getrocknet. Das heißt, die werden demnächst dann trocken sein und dann können wir sie auch brennen. Und parallel dazu sollten wir irgendwo, nämlich hier, auch die Bricks haben. Neun Bricks. Hier kommt der zehnte. Das heißt also, wir produzieren jetzt hier 100 Ziegel und 100 Fliesen. Und ich würde sagen, wir bauen hier, wir nutzen die Zeit und bauen hier uns auch den zweiten Brennofen auf. Vielleicht nicht ganz neu an dem ersten dran und auch nicht ganz neu ans Lager, aber doch so neu, dass wir hier das Holz nicht allzu weit tragen müssen, das wir brauchen zum Heizen. Und dass er hier noch unterm Dach steht. So, das machen wir hier. Ja. Hier. So haben wir den einen Brennofen hier und den anderen haben wir hier. Schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Beide sind unterm Dach. Und es ist nur genügend Platz dazwischen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, es ist nicht ganz gut, wenn wir diese Brennöfen zu nahe an andere Sachen ransetzt. Also an Zäune oder an Wände von Häusern oder ähnlichem. Weil dann kann es passieren, dass Sapiens aus welchen Gründen auch immer dazwischen in diesen Zwischenraum reinkommen, aber dann nicht mehr raus. Also die bleiben da irgendwie drin stecken. Also der Wegfinde-Algorithmus im Spiel, der scheint also das wohl noch zuzulassen, dass ein Sapien in diesen Spalt reinläuft irgendwie. Aber dann aus irgendwelchen Gründen auch nicht mehr rauskommt. Und dann bleiben die da drinnen und irgendwann verhungern die da. Das ist das Problem. Also die können natürlich dann auch nicht mehr essen, wenn sie da drinnen feststecken. Und wenn man das übersieht, dass da ein Sapien ist, der vielleicht schon ein rotes Symbol hat, weil er schon stark Hunger hat, dann verhungert der einfach. Das heißt, der ist dann irgendwann weg. Das ist natürlich nicht gut. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, hier diese Sachen immer mit ein bisschen Abstand zu bauen, zum nächsten sozusagen festen Hintergrund. Gut, und hier sehen wir schon, da kommt jede Menge Ton zum Vorschein. Und wir warten aber da hinten jetzt kein Ton mehr, sondern nur noch Erde. Da müssen wir also vielleicht schauen, da graben wir vielleicht noch eine Schicht tiefer, um herauszufinden, ob da vielleicht in tieferen Schichten noch Ton zum Vorschein kommt. Oder vielleicht nur noch Fels. Und dann verwenden wir vielleicht den Bereich einfach als Steinbruch. Wir brauchen zwar deutlich weniger Stein, aber wir werden immer noch Stein brauchen. Und wenn wir hier, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, an Steine sammeln, ist hier schon ziemlich mühsam, weil wir müssten jetzt schon ziemlich weit laufen. Hier hinten sehe ich noch ein bisschen was. Also das sind immer viele Steine, die wir einsammeln können. Oder zweite Möglichkeit, wir bauen noch diese restlichen Boulder ab, die hier in der Nähe irgendwo sind, also diese Steinblöcke, die hier in der Landschaft liegen. Aber die sind auch irgendwann natürlich weg und verbraucht. Und deswegen glaube ich, ist es einfacher, wenn wir hier, sobald wir auf Stein stoßen, dann auch diesen Stein abbauen. Mit Spitzhacken können wir den Stein hier auch aus dem Untergrund abbauen. Und dann haben wir unsere Steine, können wir daraus gewinnen. Ne? Also das ist dann hier wahrscheinlich der einfachere Fall, wenn wir hier einen Steinbruch aufmachen. Okay, und dann sehen wir schon hier, dass hier noch abgebaut wurde. Viel Flint gesammelt wurde.
Und hier fehlt jetzt tatsächlich fehlen noch diese zwei Kürbisse. Das heißt, wir ernten noch diese zwei Kürbisse. Aber ich denke mal, das wird deswegen hier nicht gemacht, dass das eingepflanzt wird, weil im Moment so viele andere Arbeitsaufgaben verteilen, hier mit dem Abgraben, dieses großflächige Abgraben. Das erzeugt eine ziemlich hohe Arbeitslast, einmal durch das Graben selber. Aber dann fallen eben diese Heubüschel an beim Abgraben der obersten Schicht, entsteht ja Heu, plus die Erde durchs Abgraben, plus dann der Ton, den wir in der nächsten Schicht rausgraben. Das heißt, da ist jetzt einiges zum Einsammeln. Und ja, ich würde sagen, wir lassen das jetzt hier dabei und wir schauen mal, es ist schon fast Abend. Ich vermute einmal, dieser Bereich hier, der noch hier markiert ist zum Abgraben, der wird heute eh nicht mehr ganz abgegraben. Und wir schauen morgen mal, ob wir dann die zweite Schicht abgraben. Aber wir können hier nochmal schauen, wie es mit unserem Jäger aussieht. Und der ist da. Und da haben wir die Suvi. Die hat eh noch nicht genügend Aufgaben. Dann nehmen wir mal die Diplomatie raus. Die ist 24, also das passt mit dem Jagd. Wobei die 4, also die ist ängstlich. Die Frage, ob sie als Jäger wirklich taugt, aber wir gehen mal davon aus, dass sie tatsächlich auch jagen kann. Und jetzt überlege ich gerade, was ist das nächste Alpaka, das hier oben oder das hier unten. Ich denke mal, ich nehme das hier. Da ist mehr Platz. Da oben ist so viel los, wenn sie da mit Speeren rumwirft, ist das vielleicht ein bisschen gefährlich. Vor allem, bis sie es dann gelernt hat und trifft. Und jetzt schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, die wird eh im Moment noch arbeiten. Das heißt, sie wird noch nicht sofort auf die Jagd gehen. Gut, also wir kommen hier sehr, sehr, sehr gut voran. Wir graben großflächig ab. Hier liegt noch ein Marigold. Und noch eins, die jetzt nicht gegraben werden. Warum werden die nicht vergraben? Weil einfach der Sapien, der es tun soll, anderweitig beschäftigt ist. Okay. Und dasselbe ist es hier mit den Echinacea. Okay. Aber das erinnert mich daran, dass wir hier vielleicht noch eine Fackel setzen sollten. Irgendwo so, dass wir den Bereich noch erleuchten hier mit den mit unserem Kräutergarten. Okay. Damit es später, wenn es draußen schon dunkel ist und hier draußen nicht mehr gearbeitet wird, dann könnte es sein oder dann ist es wahrscheinlich, dass hier im Kräutergarten noch die Pflanzen angebaut werden, gesetzt werden, die jetzt liegen bleiben. Ich glaube, die verderben zwar nicht. Also wenn die Pflanzen oder die Samen mal dort liegen zum Anpflanzen, dann ist sozusagen das Verderben der Pflanzen außer Kraft gesetzt. Was eigentlich ein bisschen unlogisch ist, aber ich denke mal, es ist gut. Die verschwinden also dann nicht nach einiger Zeit, wenn sie nicht gesetzt werden, sondern wenn es nach 3 Tagen erst dann gepflanzt wird, dann ist es auch okay. So, okay. Jetzt wird es dunkel. Unser Alpaka wird, denke ich, nicht mehr gejagt werden. Da ist zwar schon jemand, der zugeteilt ist, klar, unsere Jägerin. Aber die ist wahrscheinlich noch anderweitig beschäftigt. Und das heißt, das Alpaka wird erst, na, sie läuft noch los, okay. Und sie jagt noch. Aber ich denke nicht, dass das heute noch klappt, weil es schon wirklich dunkel wird. Aber wir schauen mal, vielleicht. Und man sieht schon, sie ist ein bisschen ängstlich. Das heißt, sie braucht bei der Jagd jetzt auch ein bisschen länger, bis sie tatsächlich loslegt. Sie überlegt ein bisschen und dreht dann schon mal um und will zum Lager zurück. Und dann überlegt sie doch nochmal anders und zieht wieder los, um zu jagen. Jetzt geht sie wieder zurück.
Mal schauen, ob es endgültig ist oder ob sie nochmal einen Anlauf macht. Ja, tatsächlich, sie macht nochmal einen Anlauf. Aber sie wird es einfach jetzt, bevor es endgültig Nacht wird, wird sie die Jagd nicht mehr erlernen. Ja, jetzt geht sie auch zurück. Und es ist schon fast Schlafenszeit. Also das wird jetzt hier nicht mehr klappen. Aber wir waren recht erfolgreich, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Hier sieht es zwar ein bisschen aus wie auf dem Mond, weil wir jetzt hier großflächig abgegraben haben. Hier können wir morgen nochmal eine ganze Menge Ton abbauen. Und hier drüben auch. Und genau, das heißt also, unsere Tonproduktion ist erstmal gesichert. Und ja, wir schauen mal ganz kurz nochmal, wie es den Sapiens geht, ob da irgendwelche Kreuzchen auftauchen in den Symbolen, die uns sagen, da ist jemand verletzt oder krank. Aber es schaut im Moment gut aus. Und wir checken mal kurz unseren Medizinvorrat. Und da sehen wir, dass wir also eine Verletzungsmedizin, eine Verbrennungsmedizin und eine gegen Verbrennung und eine 5 gegen Viruserkrankung haben. Das ist also okay. Und hier wird unser Speer mit einer Flint-Speerspitze erforscht. Und das könnte oder wird vielleicht wahrscheinlich noch klappen heute vorm Schlafen gehen. Das heißt, wir können ab morgen dann auch Speere mit Flint-Speerspitzen produzieren. Die Hacken haben wir schon. Und dann können wir hier unseren Speervorrat deutlich aufstocken, weil wir haben, wie viele Speerspitzen inzwischen? 17. Und wir wollten wie viel produzieren? 17, eine ist hier und das heißt 50 Speerspitzen. Das heißt, wir können 50 Speere mit Flintspitze auch produzieren. Ja, jetzt haben wir es. Okay, das heißt also, wir können jetzt hier auch die Flintspeere produzieren und das machen wir auch gleich. Wenigstens geben wir es noch in Auftrag. 50 Stück Speere mit Flintspitze. Und jetzt müssen wir nochmal nur Interesse halber kurz checken. Haben wir noch Flachstwein? Ja, da haben wir noch 233. Da haben wir noch genügend. Also da wird uns nichts zu Ende gehen oder zu wenig werden. Und der hier wird nicht gebaut, weil die Mudbricks fehlen. Also die er braucht 6 Stück Mudbricks und zwar getrocknet. Und die haben wir noch nicht. Wir haben erst 2. Okay. Und wir sehen, wir können hier auch erforschen. Das tun wir auch mal. Hier könnten wir auch erforschen, aber das ist dasselbe wie beim Ziegel. Das heißt, wir nehmen jetzt mal einen dieser getrockneten Mudbricks und erforschen das Ganze. Und das wird aber nicht mehr klappen, weil wir da noch einen Kiln brauchen. Genau. Das heißt also, wir müssen den dann auch entzünden. Aber das machen wir dann auch morgen. Das machen wir heute nicht mehr. Jetzt schlafen alle. Das heißt, demnächst ist der Letzte dann auch hier am zu Bett gehen. Ich weiß gar nicht, wieso die Nacht noch nicht wirklich hereingebrochen ist, weil eigentlich alle schlafen. Oder ist da irgendwo noch jemand unterwegs? Unser Jäger. Na, jetzt. Okay. Okay. Also hier haben wir einen Speer. Und da hinten ist unser Alpaka, das noch gejagt wird. Und alle sind jetzt zu Bett gegangen. Ja. Das war unsere Jägerin, die jetzt noch zu Bett gegangen ist. Okay. So. Also wir haben die Ziegelproduktion, wir haben die Fliesenproduktion, wir haben Ton. Wir graben Ton aus im großen Stil. Wir haben hier jede Menge Holz mittlerweile durch das Fällen der Bäume. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir morgen mal dafür sorgen, dass hier, wenn das abgegraben ist,
keine weiteren Aufträge erstmal vergeben werden, damit hier gepflanzt wird. Dann sollten wir vielleicht auch noch, bevor wir weiteren Ton abgraben, hier die Bäume aufforsten. Ja, und dann graben wir nochmal eine ganze Schicht an Erde ab. Okay, also im Moment sind wir gut dabei. Also ein bisschen dauert jetzt etwas länger, um diese Ressourcen tatsächlich dann zu sammeln. Ton, Ziegel und so weiter. Aber das sind wichtige Vorarbeiten, um den nächsten Schritt machen zu können. Nämlich Bauen von Gebäuden da hinten und einer Straße da nach hinten. Und vielleicht überlegen wir uns in der nächsten oder übernächsten Folge mal so ein bisschen, wie wir unsere Siedlung anlegen wollen. Also den Plan der Siedlung, welche Straßen, wo legen wir Straßen, wo bauen wir Gebäude, welche Gebäude, Hafenanlagen vielleicht. Ich habe überlegt, einen kleinen Tempel. Wir könnten so eine kleine Erdpyramide aufhäufen und obendrauf so Maya-mäßig, stilmäßig, Maya-stilmäßig einen Tempel draufsetzen. Mal schauen, was uns da dazu einfällt und wie talentiert ich tatsächlich bin. Falls jemand Vorschläge hat, auch gerne natürlich in den Kommentaren einen Vorschlag hinterlassen, was wir bauen sollen, wie wir bauen sollen, also welchen Baustil. Falls da jemand schon Erfahrung hat, gerne also Kommentare. Und dann kann ich das in einer der nächsten Folgen auch gerne mit einbauen. Gut, soweit für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht wieder und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.